19 Leute zusammen, heute am Start mit PDG und der geilen Nugget-Schnitte Sol. Hallo Sol. Guten Tag. Diesmal spielt er Captain Timo und Judy, wie auch immer, und ich spiele den netten kleinen Vergaser. Sinscht. Ja, ich bin in der Überlegung, was das ist, Skill. Ob ich gleich mein Gift-Skill oder ob ich mein Hochheben-Skill. Ich bin auch gerade im Überlegen, Gift oder Plants. Ja, ist eben diese Sache, wie wir auf Lane haben. Ich denke mal, wir haben Renekton auf der Lane. Und Akali könnte ich mir vor. Nee. Leute, die haben da unten so. Gut, Nidalee ist Mitte. War, gut, da haben wir Akali und Renek. Komm, los. Komm, peitsch sie aus! Ja. Ganz großes Kino. Kleiner Auspeitscher, ey. Du kleine geile Sau, ey. Ich stehe davon, wenn die sicher so in den Rücken kommt, so. Ich wollte dir so ein Stück Fleisch. Ich glaube, der hat so viel Demon McQuay geguckt, so. Aber guck mal jetzt. Das ist das, was ich gemeint habe, Ashe mit Cleans, dass die gut sein könnte. Die haben neu gezielte Botlane mit Soraka und, Ashe. Ja, gut, könnte sein, dass die, Da haben wir hier oben natürlich, Renekton und dann halt kurz zu fahren, Akali oder Nidalee. Ich mach halt das Gift. Ich dachte gerade, der Trash will mich anschreiben, aber er hat dann nur gemeint, er hat eine Seele gefangen. Also Renekton und Akali sind's also. Ja, dann mach ich's Gift. Hm? Gucken wir die mal zu Tode. Mit Gift ist schon geil, muss ich sagen. Ich dann so noch ein bisschen tanky. Auf jeden Fall wird es bei uns ja Pushlane. Ja. Ich glaube, ich hole mir gleich als erstes Erzengel, oder? Was sagst du? World of Ages, Zeitalter, Stab. World of Ages. Vielleicht auf Katalysator gehen, oder was? Ja. Die haben schon ein bisschen Angst auf das Gift, ey. Okay, den nerven wir auch. Ja, Kali nervt natürlich. Ist ein bisschen logisch, oder? Nee. Ah ja, der ist ja krass, ja. Liebst du nicht gleich drauf gehen? Ist die knallt? Hab ich? Nee, hör auf. Der hat hier gezündet, das ist schon scheiße. Ich denke das, ich bin Timo. Ja, du bist Timo. Das T in meinem Namen steht für Tank. Ja. Das T in meinem Namen steht für Tank. Hey, du hast einen Vertrag unterschrieben, dass du die Timo die ganze Zeit pokst, nicht mich. Alter, wenn du wenigstens das jetzt machen würdest. Ich war letzte Runde auch nicht besser. Last-Hits machen. Ich bin hier im Lowell-Bereich, um nicht Last-Hitten. Das habe ich letztens angekotzt, weil ich mit Anti-Cabby spielen musste bei uns. Gut, auch wenn ich in unserem Rankteam eigentlich hatte, die Carry übernehmen wollte, aber irgendwie habe ich derzeit überhaupt nur Lust. Ich bin derzeit so auf Mitte ab, ey. Seit ich den Orianna-Skin habe, ey, oh, die ganze Zeit Orianna, ey. Oh, ich bin echt so, ich hab ein Skin und will gleich die Mitte spielen. Ja, wegen Orianna. Ich liebe Orianna. Hast du schon mal gesagt? Ja. Ich liebe Orianna. Ja. Ja, sorry, ich bin halt so, weiß ganz genau, wie ich zum Romanen stehe und sowas und... Was? Du? Was? Romanen. Ich lese sehr gerne. Ich bin ja eine Leseratte. Und ich finde einfach nur die Geschichte von Orianna so hammergeil. Ja, bei Ihnen ist das von Ausbuch an. Ja. Jetzt hole ich mir gleich Katalysator. Eigentlich könnte ich mir Katalysator holen und dann gleich danach eigentlich Träne, oder? Ja. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Das ist richtig. Weil durch Mana kriegst du auch Leben dazu, lieber das? Richtig. 50% oder so. 50% deiner Mana werden zu Leben oder so. Was? Singed against add root 2,5 Erhöhe for each 10 Mana. Okay. Also, sorry. Ja, aber kann man ruhig mitnehmen. Später, ich meine, pro 10 Mana 2,5 Leben. Das heißt, bei Erzengel 1000 Mana, das sind 250 Leben, die du dazu bekommst. Weißt du? Haben und nicht haben, ist ja nur so. Ja, eben. Das ist halt so ein netter Zusatz einfach. Dann die ganzen AP, die du hast, die Mana brauchst du sowieso.
Irgendwie langweilig. Schon ein bisschen an, ey. Gerade so die Lane ist ein bisschen abfuck, so lahm. Irgendwie finde ich. Ups. Toll. Fuck, das habe ich jetzt da einen Fehler gemacht. Egal. Egal. Dieser Backfield. Yo, life. Wenn du nochmal angreift, du mal einen Schnapp. Nein, klar. Ah, ich hab ja auch hier kurz. Ja, da renne ich jetzt nicht rein, das ist zu dumm. Bin ich gespannt, ob die jetzt den Trash nur spielen, um weil es ein neuer Champ ist. Hm. Oder ob. Er ist auch ein nicer Champ eigentlich. Wenn man ihn spielen kann, wenn man um Kuchen gehen kann, ist er ja auch stark. Natürlich nicht. Ding, er ist krass, wenn man so mit diesen Seelensystemen und sowas, das ist schon cool. Das ist das ganze System ist neu und er macht auch Spaß in sich. Ich weiß gerade nicht, ob ich auf AP oder auf AD spielen soll. Ich könnte mir nicht gleich Träne holen, ich bin dann überlegen, ob ich vielleicht gleich sogar Träne hole. Ja, das ist halt die Mana für voll und hast auch Mana weg drauf. Natürlich auch nicht verkehrt. Nur als großes Item soll es natürlich gleich, also statt Zeit als ja, natürlich. Ich hätte das, ich würde das sowieso aus dem Aufskillen. Ich geh mal weg. Und dann geh ich auch weg. Ja, wir pushen das oder so, ne? Die können hier ein bisschen ran pushen, wisst ihr? Mhm, ja, ist schon auch klar. Relativ. Weg, gut. Ja, jetzt ist die Sache, soll ich auf AP oder AD? Ich bin da richtig am überlegen gerade. Ja, entweder gehst du auf AS, wie ich eben halt. Gehst auf AP eben halt und musst eben damit rechnen, dass du eben auf Damage daneben gehst. Also auf gleichjetzigen Damage eben halt. Und bei den Top Team ist es eben so eine Sache. Würdest du empfehlen, AP oder AD? Ich weiß nicht, ich würde alles beide spielen. So AS eben halt, ich weiß nicht, es ist so für mich so. Es ist eben ja, gut, viel Geld, aber es ist eben so eine Sache. Ja, ich mir jetzt erstmal Investition, weißt du? Hol ich mir jetzt erstmal Melody und dann ja, ich will dann auf hier den Hurricane gehen noch. Das ist ziemlich eigentlich. Ja gut, dann mache ich halt AP AS mit Hurricane und sowas. Ja, hab ich mir auch vor letzte Runde überlegt. Bei, wie ist das denn bei Hurricane? Da werden noch zwei weitere Ziele getroffen. Werden die auch vergiftet dann? Denk ich wäre ja, eine oder? Gute Frage. Das dann wüsste ich jetzt zum Beispiel testen. Gar nicht. Dann hole ich mir das einfach schon mal aus zum Testen. Komm drauf, 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 drauf. Ich hab mein Gift gar nicht an. Boah, ich Bobby, Alter. Ja, jetzt weißt du, warum wir nicht getötet haben. Ja, ich hab die ganze Zeit überlegt, warum mache ich denn so wenig Damage? Ich hab aber auch gerade nicht drauf geachtet. Na, ja, das ist jetzt so. Ich hab gedacht, weil ich es immer automatisch anhab, weißt du, wenn ich die Ulti anmache. Das ist eben so eine Sache. Sollte man sich doch nicht immer sofort drauf verlassen. Kennst du diesen Bug, sag ich mal, jetzt, unsichtbares Gift mit Zinscht? Ja. Das ist geil. Das ist böse, ich weiß nicht, ob sie den schon ausgepitcht haben. Könnte man sogar vorstellen. Ja, stimmt, das könnten sie gemacht haben. Ich denke mal, da haben sie schon, ey, würde ich sagen, schon einige beschwert. Ja, aber die meisten, also es machen nur wenige, weil es auch nur wenige können. Was uns braucht, ach, das muss das, ach, das ist ein, ach, das muss man können, glaube ich. Ja, natürlich muss das, ist ein Bug, dieses unsichtbare Gift. Wie kriegst du das hin? Hä? Kriegst du das hin? Ich konnte es mal. Ich habe das mal geübt. Ja, wie kriegt man es denn hin? Achso, da musst du, du kannst ja die Keys binden, ne? Du musst, das Gift muss noch auf eine Zweitaste gelegt werden, weißt du? Du brauchst zwei Tasten, also normalerweise dein Gift ist ja mit Q aktiviert, ne? Du kannst aber noch eine zweite Taste machen, zum Beispiel sage ich mal T, ne? Du kannst den Q mit Q und mit T machen, dann. Das musst du vorher einstellen. Und dann musst du in einem ganz, ganz kurzen Intervall musst du Q und T fast gleichzeitig drücken, weißt du? Okay. So, dass es ausgeht, weißt du? So direkt. Du machst dann zwar diesen Giftschaden, du machst diese Giftwolke kurz, musst dann halt natürlich am Gegner ranstehen. Es ist kein langes, es ist nicht, dass da 5 Minuten lang dein Gift unsichtbar ist. Sondern es ist nur so aus, weißt du? So, dass der Gegner einmal vergiftet wird, und du, aber er sieht es nicht, weißt du? Alter, ich kenne das ja. Ich habe das schon selber miterlebt. Und so geht das Ganze. Ich glaube, du wusstest das zentral. Deshalb, ich, wie gesagt, wenn du den Trick eben kennst, ich habe ihn ja gerade gesagt, das ist halt immer eine Übungssache. Und dann kriegst du das irgendwann mal hin. Also ich konnte das mal eine Weile, weil ich das eben geübt habe, weil Cinch ist ja. Also ich mag Cinch, ich finde es auch, ist auch eigentlich meine Lieblingscharaktere soweit. Ja. Deshalb war das eine Sache, die man vielleicht nur hätte, also die ich dann üben wollte unbedingt. Ich glaube, wir gehen sogar gleich drauf, oder? Was sagst du?
Ja, draufgehen dürfen sie zu gerne. Draufgehen im Sinne von sterben. Ja. Ihnen ist nicht so, ob sie es wirklich machen. Ich hab gedacht, der stunt dich jetzt, hätte ich jetzt gedacht. Hätte ich auch gedacht. Dass er drauf geht und dich stunt, aber ich denke mal, der ist wirklich so, so unwissend, könnte ich mir fast sogar vorstellen. Ja. Oder hat einfach nur Schiss, ey. Aber zu dem Thema wegen Ashen, so die hat 2-0, ne? Aber wenig Lasts, ich hatte aber mehr. Ich laste gerade wie ein Elch, ey. Wer hat weniger? Die Ashen Gegner, die hatten weniger Lasts als ich und ich lastete gerade wie ein Elch. Aber ja, wie gesagt, wie du sagst, das ist 2-0. Ey, guck mal, was die für sich ein Item holt. Die holt sich ein Gold-Item. Das ist, muss man dazu sagen, könnte auch nicht dazu sprechen, dass es, dass sie weiß, was sie tut. Ja, deswegen auch, und wenn du lastet, dann kannst du halt auch gerade Cleans gezündet aus irgendeinem Grund. Ja. Nehmen wir aufhören, um zu sterben. Auch wenn es schwer ist mit zwei Nahkämpfern. Jetzt haben wir es. Schaffst du es? Ja, halt auch. Easy. Da war selber viel zu spät. Guck mal, ich habe da oben zwei Pilze hingestellt, weißt du? Und ich mach's ganz offensichtlich, weißt du, dass sie da sehen kann. Das war gerade dumm von ihr. Ja, ich find's generell. Es war gerade keine dumme Aktion von ihr, aber es war gerade so ein. Besser ich mir mit Timo Liantris Torment, also hier, Liantris, wie hieß es? Qual oder so, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Das ist Brenn-Item, wenn ich eben AP-Schaden mache oder wenn ich Skills einsetze, dann. Das ist eine Maske, sogar über Maske. Das Ding ist ja ist auch richtig OP mit Timo eigentlich, wenn man es so nimmt. Ja, da hab ich dann vorhin überlegt, ob das ja generell bei dem Gift geht. Ja, ja, rein theoretisch ja. Eigentlich schon. So, aber es ist eben in der Praxis, bei rein theoretisch müsste ja auch, wenn du das Hurricane-Item hast, müsste ja die anderen drei Pfeile da auch Gift sein. Ja. So. Kurz mich an, dass die Ash gerade zu viel hat. Ah, ja, hier doch, das steht sogar dabei, diese Bolzen basieren auf Hit-Effects. Also genauso wie Gangplank's Q, der On-Hit-Effekt sozusagen. Mhm. Irgendwie so. Also muss das eigentlich gelten. Dann werde ich mir eben Liantris holen, werde mir Leiden holen, werde mir Hurricane holen. An sich. Ich habe meine Pilze weggemacht. Ja, der Typ hier, ja, sind Dings, ist gerade reingelaufen. Der Rangekton ist gerade reingelaufen. Stell dir nicht auf Spaß aus, Rednecken. Oh, du bist ja so ein Drogentyp. Ich? Ne, der da. Ja, der Mushroom ist nach eben halt. Ja, deswegen. Ich finde es jetzt geil, dass es jetzt bei Katalysator ist, dass du pro Heal Up, jetzt pro Level, dass du sowas bekommst. Das ist richtig geil. Finde ich gerade richtig fett. Das aber schon vorher. Ja, aber schon vorher nee, mit diesem Heal. Doch, das hier gab's schon immer, dass du pro Level ab hast, Mana und Leben bekommst. Mhm. Doch schon immer. Wusste ich noch nicht. Weiß nicht, wie oft du das Start der Zeitalter damals geholt hast, so. Nicht oft. Bei Benji's Way hast du manchmal mit Level 18 oder so, oder im Late Game geholt, sodass dass dir der Effekt gar nicht aufgefallen ist, weil mit Level 18 ist der weg. Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist es so passiert. Oder ich habe nie darauf geachtet. Ja, guck mal, diese 150 Leben und 200 Mana, als ob die mit Level 15 oder sowas auffallen würden, weißt ja, du? Ja, natürlich. Mit Level 9 und so fällt das schon eher auf. Deswegen, wenn du im Stab der Titan nicht so oft gespielt hast, dann kann es sein, dass es dir nicht aufgefallen ist. Den Effekt, also diesen Effekt haben auch Stab der Titan und Benji's Way. Also den gleichen Effekt, den haben sie auch, diese Passiv. Meine Drogen verteilen, weißt du? Ich hab mein Gift wieder nicht an, oder? Ja, ich hab wieder mein Gift nicht an. Kotzt mich das doch an, ey. Gift bleibt doch mal an. Das nervt mich gerade richtig.
Wir gehen weg, oder? Ja. Jetzt ist dein Gift die ganze Zeit an, ne? Naja, ich weiß. Und solange ich gut porte, kann ich es anlassen. Ja gut. Stimmt, kriegst du die ganze Zeit Mana dazu. Alter, ich drück den immer cool. Das ist, dann so, meine Meinung, das ist auch so ein Bug, weißt du so. Jetzt auch hier die ganze Zeit in der Base. Ehrlich, ich könnte es auch total easy farm eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, das ist wie mit damals, wie jetzt auch mit Anivia und so, kannst du genauso machen. Gibt so viele, mit denen du das jetzt mittlerweile machen kannst. Kartus auch. Meine Kartus, ja, ja, Kartus ja auch, ja. Das, das, du hast, das ist ja teilweise früher schon mit Kartus Dings gut, weil er seinen Kuh spammen kann. Jetzt mit dem E noch im Dings, Alter. Das ist wirklich krass. Statt einen Kuh zu spammen, kannst du dann im Dings, kannst du in Ruhe shoppen, währenddessen den E laufen lassen. Ich hab mal gewusst, dass wir jetzt zwei Kills durch die Lappen gegangen sind, nur weil ich vergessen habe, dieses fucking Gift anzumachen. Kotzt nicht richtig an. Ja, nächstes Mal spiel ich wieder sonst. Ja, wisst ihr, du denkst du hast Q gedrückt, weißt du? Oder zumindest wenn ich an die Ulti mache, das schnoppt ja auch raus, wisst ihr? Da denkst du, ach, das ist das Gift, weißt du? Na gut. Ich mach einen Red von denen. Wir probieren mal einen Red, okay? Leute! Steht ja da drin. Oder so. Da, Red Barriere raus. Ich geh mal, ich guck mal bei den Red, okay? Kannst du mir vielleicht helfen? Ja, ich würde gerne mal in die Mitte gehen wollen. So, okay. Okay. Ja, hat sich erledigt. Ich hab's natürlich auch ohne dich geschafft. Zählt das Gift jetzt auch. Eigentlich müsste das Gift ja auch mit Dings zählen, oder? Mit was? Müsste das doch auch jetzt gleich zählen, das Gift, oder? Jetzt mit Red Buff, oder? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Trendy? Nee. Ja, stimmt, der Red Buff zählt, glaube ich, nur als mit Auto-Attacks. Nein, ist schon ein bisschen affig, ey. Ja, gut, das wäre schon zum Teil fast sogar OP. Ja, weil viele auch hier diese Maske dann holen mit Cinched, weil da zählt es wieder, glaube ich. Ja, doch, zählt. Das zählt dann Alter, wieder mit. Das ist ja krass. Das ist ja dann auch wieder richtig krass, okay. Ich gebe bei der Maske steht nämlich, sobald du Schaden mit Skills machst, zählt das nämlich, diese Brenn. Oh, weg hier. Ja, natürlich! Ja, die verfolgt mich. Boah! Kann nicht mehr. Aber jetzt ist es angepisst. Kann sie anlassen. Kaufen wir irgendwie alles und auch gar nichts. Was, du? Ja, ich hab grad irgendwie alles, aber auch gar nichts. Nee, ich auch so. Ich hab auch grad so. Ja, weil ich will drei Items gleichzeitig kaufen, ne? Dieses Hurricane kostet nur noch 1400 für mich, Laundries kostet nur noch 980 und Leiten 1200. Ich würde wirklich mal gehen. Seit dem Mittag könnten wir ja mal wirklich mal gehen, hab ich gesagt. Oh ja, stimmt. Gerade ein bisschen voll aus. Hey, jetzt wo sie denn? Jetzt gehen sie alle wieder. Nee, ja, Kali ist noch hier. Na du? Dankeschön. Und sind da welche? Hier so. Na? Es geht ab? Ach, guck mal. Oh, wo läuft schon hin? Good job. Ach, du bist ja Dings dabei. Hallo. Oh.
Ja, lass weg. Soll ich da weg? Ja, ich hoffe, da wäre doch einer noch hier. Warte eigentlich. Oh. Das war jetzt schon schade mit der Ding. Ja, das war jetzt doof. Gerade zwei sind so knapp davon gekommen. Ja. Bei beiden schade. Aber gut, was soll's, gehört immer dazu. Ja, die hier, lass kurz nicht hier an, dass die so Lowlife weggekommen ist, ey. Ich geh mal hier auf Farmer Sinscht, mehr oder weniger. Ja, geh hoch. Sag jetzt einfach mal, dass ich mal hier, okay, hier schnell mehr oder weniger Stab des Zeitalters holen kann. Rester Club finde ich ja natürlich auch interessant. Wieder so ein AD. Irgendwas. Welches? Trash. Der Trash. Au. Ist nicht AD. Ja. Frag ich mich auch. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal den Trash gesehen, aber ich kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen. Ich finde es immer cool, dass der Trash immer uns zurückpingt. Das wäre ja hier der Pro. Achso, doch, er spielt AD-Trash. Ja. Ich push erstmal top, dass wir zurückgehen müssen, mehr oder weniger. Zumindest machen es das ja mit den meisten. Bei Lola wird es ist es eben die Sache. Bei Lola wird es zu viert, ja. Renekton fährt. Naja, das ist top. Denkst du, können wir irgendwas reißen? Hallo! Klappt ihr? Ah, die sind weg. Boah, alles wird gleich auf mich gezündet. Oh, nee, die genau wirklich nicht. Scheiße. Das war grad fail von mir. Weil kann es sein, dass sie ganz schön viel. Oh, da ist wieder deine Lieblings-Ash, die dann direkt mit Eifer anfängt. Ja. Wenigstens keine Dreierblut. Das kommt noch, oder? Hast du schon? Ach, nee, nee, die hat schon wieder. Für mehr Attack Speed, weißt du doch. Ja. Ich glaube, du solltest dann aber trotzdem so schnell wie möglich auf. Ja, doch eigentlich Frozen Heart eigentlich dann gehen. Boah, das hat seine Ulti, die er gemacht hat. Ja, die ist richtig fair gewesen gerade. Die hat er schon davor ziemlich dumm eingesetzt. Ich weiß nicht, was er sich vorstellt, dass, als ob das. Als, der Q zieht nicht komplett bis zu ihm. Der Q ist teilweise ein bisschen. Weiß nicht. Ich mag den Q von Fisch nicht so ganz. Ich bin schwer zu treffen. Gut, wobei ich auch den nicht. Aber trotzdem halt. Komm ey, fick dich doch ey! Lol. Wollte ich gar nicht killen. Ja, da hat mich so Raka getötet. Ey, das Steven kann ihre Ultis nicht einsetzen. Nein, überhaupt nicht. Fresh macht kilometerweit seine Ulti hin. Genau dasselbe. Ja, oder ich hol mir gleich Frozen Heart in die Sache. Alter! Das ist nicht wahr. Kriegst keinen davon. Frech. Und Lacker, ja. Richtige Scheiß Lacker. Ja. Alter, das find ich scheiße, dass sie diese fucking Barriere mit reingemacht haben. Ja, komm, Trash, du brauchst. Oder. Jura ist das. Das ist doch abfuck, ey. Du willst irgendwo farm gehen, dich bock eben farm, ey. Lauf ich jetzt irgendwie bald einen Weg, ey. Soll ich mir doch eher als erstes Frozen Heart holen? Nee, boah, erstmal der Stab der Zeit, Alter, musst du fertig bringen. Wie gesagt, es ist schon fast zu spät dafür sogar. Ja, was soll ich machen? Holst dir trotzdem. Pro Minute, das sind sowieso schon Leben und Mana drauf und es sind nur 10 Minuten. Ja. Leute, der Pfeil wird ziemlich langsam. Vielleicht trifft er mich dann auch nicht. Der Tower ist down. War aber absehbar.
Ja, da konnte ich auch nichts machen. Nee, kannst du logischerweise. Ja. War jetzt auch nicht irgendwie hier geschoben oder so. Nee, hab ich nicht aufgefasst so. Ich wollte es nur noch so erwähnt haben. Jetzt, so? Weil alleine mache ich da sowieso nichts. So. Ich nehme erstmal das hier. Ja, ich weiß. Glaube ich so. Er hat gesehen, dass ich weggeportet bin. Dass ich lowlife bin. Ja, ich mach nur meine Clip für zum Rennen weg. Hehehehe. Lol, hat das denn Item schon? Okay. Pass mal wieder auf, mal kurz auf mich. Okay, gut. Ich hatte Angst, dass da jemand dran steht. Wir haben quasi so Red gemacht von uns. Ich meine, ich bin nur ein Team und ich hab kein Leben oder sowas. Jo, komm, wir greifen die Ash an. Ich bin jetzt nicht wegrennen. Bleib da, komm, bleib da, komm, bleib da. Ja, die Salbe hat nicht so offensichtlich. Ja, gut, die gehen alle nach oben. Ja, ich weiß nicht. Ja, was pinkt er denn? Was pinkt ja, die Salbe noch, wenn die sich eh schon wegfrontet? Useless einfach nur. Ich immer irgendwas abbekomme hier, eher. Ja. Aber das tut doch weh. Ist schon auch ganz schön mächtig im Sack. Oh, die Ulti, ey, das ist am äußersten. Ja, am Tor. Ja, kann ich auch nichts machen, die Fokus nicht haben. Das ist so dumm. Killt er den noch nicht? Das weißt du. Ja, natürlich! Jetzt geh ich auch noch drauf, ey. Ehrlich, ey. Ein paar Hurenböcke, ey. Na, ja, die haben ja auch kräftig gefeedet da, ey. Mittlerweile ist sogar unser. Unser Necken ist mittlerweile gefeedet, ey. Ich glaube, ich hab richtig getappt mit dem Los. Sinnloser Juli. Für den Weg portet ihn? Lol. Ja, guck mal, wie viele Türme sind zerstört worden insgesamt? Zwei. Wo sind sie zerstört worden? Top Lane, natürlich, ist klar. Alle haben sie Tower verloren auf der Lane. Welche Lane hat kein Tower verloren? Top. Ja. Ah, die Trash ist. Es ist doch schon alleine schon das Ding, ey. Ich hab auch schon ein paar Trash gesehen, gut waren. Nicht 100% aufschieben, aber der ist scheiße, der ist richtig ja, scheiße. Ja, trotzdem jetzt nichts gegen AD-Trash, aber trotzdem, nee, ehrlich. Nichts gegen den Char, aber in Lolle-Bereich ist es total schwachsinnig, den zu spielen. Hauptsächlich, ja. Aber mit denen schon eine Meta braucht. Ja. Au. Hier ein paar Pilze hier wieder. Ja, mach doch alle Last Hits, komm, Spacken, Alter. Da muss man gar nicht mehr darüber reden, oder? Über sowas. Ehrlich, ey. Gar nicht, ey. Na, ich versuche hier gerade auch noch auf eine Lane ein bisschen zu pushen, Backdoor zu machen. Ja, das Ding ist, das Spiel ist eigentlich nicht verloren. Das kann man jetzt nicht sagen. Das Spiel nee, ist verloren nicht, ist es nicht. Noch nicht, es ist noch nicht verloren. Aber es macht im Moment überhaupt keinen Spaß. Es ist einfach so. Es macht ja überhaupt im Moment keinen Spaß. Ich erinnere mich an das letzte Team-Game, das war auch ein richtiges Trust-Game von mir. Da erinnere ich mich wieder an dieses Game. Ey, dieser regt mich auf.
pushe zwischen Bottomlane, dass wir den Tor auch schon mal weg haben. Nein! Jo. Ja, Akali ist so auch so ein Char, so. Einfach. Krass, einfach nur so Akali. Na, weil die gefeedet ist. Vor allem, die hatte nicht mal Items. Guck, die hat nicht mehr Items. Ja, wir haben es doch auch eigentlich, wenn du es so nimmst, mit Slow gehalten. So nimmst. Ja, ich weiß, Trash. Oh. Ich will jetzt noch riskieren. Komm, ich riskiere es jetzt noch. Wie tippt euer Hit an Horden? Badass. Ich hatte eher nicht mal ihre Ulti. Siehst du, ich bin trotzdem weg. Ich finde am besten sowieso, dass jemand mit den meisten Deaths die meisten Calls macht, ne? Es pinkt immer dieser Trash. Was hat er? 4-8. Das ist schlecht. Ja, aber er hat schon Kills. Ja. Könnte man Bot hier was machen? Ah, das ist schon lustig, da ist auch Tommy so ein Fall, ne? Solange er Kills macht, ist ihm egal, dass er stirbt, ne? Ja. Ich meine, irgendwann denke ich mir dann auch so, Tommy, du hast 0-6. So, jetzt hast du 1 ihm, jetzt bist du wieder Geld wert, verdammt nochmal. Du schenkst ihm ja sogar Geld. Weißt du, dass man manchmal nicht versteht, dass Deaths schlimmer sind, als wenn du einen Kill machst. Wenn du 5 Kills machst und dann einmal stirbst, ja, dann ist es kein Problem, weißt du? Dann ist es okay. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das kann man nicht carry. Aber gar nichts normal, das ist ja wirklich, ey. Ich will die Ash angucken. GG easy. GG easy. Ja, die Botlane, ey. Weißt du, Toplane gehen? Muss man nicht verstehen, ey. Aber guck mal, dass die Zyra sich beschwert über dieses Thema, oder? Ich habe 2 Ultis von ihr gesehen, beide richtig dumm. Ja, das ist doch immer so. Naja, Leute, schaltet wieder ein oder müsst auch nicht einschalten. Die letzten 2 Games müsst ihr überhaupt nicht sehen. Und ja, tschaußen.